Wir warten jetzt erstmal darauf, was die Outpost-Liaison und so weiter sagt. Und dann werde ich danach wahrscheinlich mit dem Stream auch leider schon aufhören. Heute halt auch wieder ein bisschen früher, weil ich mir dann vorgenommen habe, ich glaube, ich mache das heute nicht so lang. Ich bin immer noch ein bisschen dröge. Aber wie gesagt, wir bauen erstmal so lange weiter. Irgendwann kommt der Händler, dann machen wir die Outpost-Liaison, den Handel noch und danach dem Handel würde ich dann aufhören. Bis das dann soweit ist, ist es wahrscheinlich eh schon 11 und dann passt das auch alles. Dann fühle ich mich nur besser, weil ich es vorher vernünftig angekündigt habe. Ja, der Handel braucht ja mal ein bisschen, bis der Outpost hier, der Diplomat bei uns hier unten im Keller angekommen ist. Das dauert auch ewig. Wird schon dauern. Aber ich will es vorher angekündigt haben. Mir wurde gesagt, ich kündige das immer zu kurzfristig an, weil ich dann sage, hier, ich bin jetzt weg und dann bin ich eine Minute später weg und das ist wohl nicht richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt um halb sage, ich bin in einer halben Stunde wahrscheinlich weg, das merkt sich doch eh keiner. Oder es geht jemand vorher oder kommt danach, nachdem ich es gesagt habe. Das ist ja. Also, wie man es macht, man macht es falsch. Jetzt wollte ich gerade wieder was sagen, aber ich lasse es lieber. Das heißt, jetzt Channel war schon die nächste Reihe wieder? Ja, warum nicht, ne? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Snatcher! Oh Gott! Die sind schon fast drinne. Truppen! Alle raus! Bewegt euch! Tötet, was geht! Lasst euch nicht ärgern! Ihr trefft ihn nicht auf der Treppe, da kommen jetzt alle. Töten! Töten! Raus! Halt nicht von der Brücke! Klatsch, klatsch, klatsch! Klatsch, 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 klatsch! Von der Brücke gefallen? Nein. Nur drei Snatcher heute? Drei? Ah, bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher. Es sind doch sonst nicht immer noch drei. Wir hatten hier schon sechs und sieben. Wir warten mal kurz noch ein bisschen ab. In der Zeit gucken wir hier unten und sagen schon mal Channel das nächste. Könnte man jetzt natürlich dann auch jeweils dann immer das setzen, was gerade benötigt ist. Also Wand, danach Wand, Boden, Wand. Das ist halt doof beim Bauen. Aber es wäre theoretisch richtig. Kämpft ihr hier oben noch? Kann ich mir vorstellen. Ne. So, dann könnt ihr wieder Feierabend machen. Du bist ja schon wieder unbewaffnet, ne? Weil keine Axt in der Hand. Alter, könnt ihr nicht hier oben das jetzt einfach mal zu Ende bringen? Warum suspendet ihr den Scheiß denn immer? Unten funktioniert das doch auch. Jetzt schon wieder. Und dann noch ein Snatcher, ne? Nee, zur Ruhe gebettet. Danke. So. Dann sind wir demnächst schon mal wieder los. Ein Geist weniger, aber aktuell haben wir, glaube ich, gar keine Geister mehr. Ne? Also, wir hatten nur den einen. So, Petition ignorieren. Jetzt Channel. So, sieht's hier aus. Sand ist da. Sehr gut, die Sandjobs haben wir ja auch jetzt doppelt. Der eine ist fast fertig. Dann geht gleich der nächste Sandjob los. Sand ist da. Die Blöcke, ich glaube, die Blöcke, die hier lagen, die habt ihr theoretisch wieder zurückgebracht. Jetzt müssen wir warten, bis das hier einmal alles gechannelt wurde. Dann machen wir die nächste Reihe. Da haben wir heute 2, 4, 6. Und danach 6 Reihen geschafft. Von, was hatte ich gesagt? 46? Irgendwas mit 40. 44, ne? Irgendwie sowas war das, ne? Das sind 31, kann ich machen und danach blieben noch 13 oder 11 über, ich weiß es nicht. 42 oder 44.
Dann hätten wir 6 Reihen davon geschafft. Das ist theoretisch nicht wenig, aber leider auch nicht wirklich viel. Wenn man sich anguckt, es ist schon viel. Und jetzt mehr Zwerge hätte und eine größere Glasproduktion und mehr Sand und weniger Laufwege, ne? Dann wird es ja auch richtig schnell gehen. Aber das funktioniert hier nicht. Jetzt schon wieder? Mut. Besessen. Bin ich noch vorhin schon Besessenen? Habe ich vorhin den Besessenen ignoriert? Kann es das gewesen sein, dass dann alle durchgedreht sind? Weil das war doch, glaube ich, nicht der erste heute, ne? Ich glaube, ich habe den anderen einfach verignoriert. Verdammt. Genauso wie ich den jetzt weggeklickt habe. Ach scheiße, das war es wahrscheinlich. Deswegen hat man nachher Berserker und den Irren und so weiter, weil ich das ignoriert habe. Ist meine aktuelle Überlegung jedenfalls gerade. Drei. Na so, fertig. Das ist jetzt halt das Umständliche jetzt. Wand, 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 Wand. Boden, 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 so, so erst. Danach Wand, 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 Wand. Weil hier jetzt die Säulen kommen. Danach jetzt noch umständlicher, weil dann Wand, so, Wand, Boden, Wand, Boden, 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 Wand, Boden, Wand, Boden, Boden, Boden. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Boden. 1, 2, 3. Das, 1, 2, 3. So, wahrscheinlich ist es geklappt dann. 3, 3, 3, 3. Ja, perfekt. Oh Gott. 5000 Jahre später ist das Ding einfach mal fertig. Aber es wird sich doch gelohnt haben. Ich muss wieder schön reden, die Arbeit. Nein, das will ich doch gar nicht. Die Zwerge, denke ich, wahrscheinlich mögen die Zwerge kein Grün. Und sitzen nachher in dieser riesigen grünen Halle und kriegen einfach jedes Mal, wenn sie da sitzen, einfach nur das Kotzen. Irgendein Zwerg, denkt sich. Er ist ausgewandert. Ne, er hat schon angefangen zu arbeiten. Das ist gut. Ja, keine Ahnung. Ist ausgewandert von seiner alten Festung, von den anderen Zwergen, weil er keinen Bock mehr hatte, die Farbe grün zu sehen, weil grün einfach eine Hassfarbe für ihn ist. Eine Grünallergie hat er. Kommt er hier hin, erstmal draußen, oh, Wüste, alles schwarz, gut, ein paar grüne Flecken, aber alles okay. Geht hier rein, alles schön steinisch, rot, rosa, Leichenteile. Ne, geht hier runter, ne, reinert kurz, weil ein Grünstreifen ist, und ab in den Stein und freut sich. Kein Grün. Geht hier runter, ne, sieht kurz, okay, alles Stein, ah, da hinten, da geht's raus, ja, sehr sandig, ein bisschen grün für die Tiere, aber nicht schlimm. Ne, geht noch weiter runter. Ne, bis er irgendwann hier, überall nur Steine, alles schön, Stein, kein Grün, alles super. Eine schöne Mine. Bezieht hier, keine Ahnung, irgendwo sein Bett. Ne, hier so, ne, schöne Kiste, kein Grün. Denkt sich, boah, geil, und jetzt erstmal was essen. Dann kommt er in die Halle rein und sieht Grün. Nur Grün.
gibt einfach nichts anderes. Und jetzt fällt mir gerade ein, wo ich so viel grün sage, erinnere ich mich an das fünfte Element. Ist voll grün. Okay. Das heißt aber jetzt wieder, wir können eigentlich schon mal wieder nächste Reihe channeln. Kommt keine, an die ist immer noch Frühherbst. Dann sind die noch nicht da, die Kollegen, ne? Solange an die letzte Wand kommt wahrscheinlich gleich keiner wieder ran. Das passt aber jetzt, ne? Ja, sieht gut aus. Aber das ist unvollständig. Blub, 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 blub. So, aber funktioniert. Oh, du bist der Letzte mit dem grünen Block wahrscheinlich. Construct Building, genau. Oh, Green Glass Block. Silver Greaves. Okay. Perfekt. Haben wir wieder irgendwas. Können wir uns gleich einmal angucken. Objects. Alle lesen. Beste Qualität. So. Hat Ringe aus Silber und natürlich Spitzen aus Pferdeleder. Warum sollte es keine Spitzen haben? Hier hat immer alles Spitzen. Kein Artefakt ohne Spitzen. Hier wird alles irgendwann mal aufgestochen. Also, Petition ist mir egal. Kinderchen. Apropos Kinderchen, müssen wir mal wieder schlachten? Wahrscheinlich kam schon eine Meldung mit Migranten. Nee, die kam auch nicht, ne? Also noch sieht es dann okay aus. Haben wir die ganzen Glasmaker verloren oder sowas? Wo ist ein Glas? Nö, sind noch ein paar da. Nicht viele? Aber ein paar, guck mal, hier haben wir noch zwei. Die haben das mal gelernt, können das weitermachen. Weil da sitzt immer keiner. Und Sand haben wir ja erstmal. Ist der Dauerjob wieder weg? Nö. Die sind noch da. So, jetzt geht das hier wieder los. Construct Wall. Nee, ich fange erstmal mit dem Floor an. Construct Floor. Jetzt, wie gesagt, bleibe ich wieder bei der Aussage, es wäre schön wie ein Classic, dass ich jetzt einfach klicken könnte. Also, dass es sozusagen das Letzte oben bleibt. Das war so angenehm. Und so Kleinigkeiten, ne, die man dann plötzlich vermisst. Ja, dann haben wir es jetzt gleich mal durch. So viel ist nicht mehr. Also so viel Glas haben wir nicht mehr. So muss ich das ja sagen. Dann haben wir das erstmal. Aber man sieht dann schön die Säulen, die kommen dann schon langsam heraus und so weiter. Und der schöne Boden.
Das wird total super, wenn das alles hier mit Magma nachher vollgelaufen ist. Klar, natürlich mit Klarglas oder Kristallglas wäre es wahrscheinlich noch viel schöner. Aber nee. Wir können uns später überlegen, vielleicht wenn wir ein bisschen weiter sind, können wir die Produktion umstellen, dass man vielleicht dann doch Kristallglas oder Klarglas herstellt. Und dann kann man in der Mitte vielleicht einen Boden setzen, der dann aus einem der Glassorten ist. Oder man nimmt nach und nach was raus in der Mitte. Man macht das dann so ringmäßig oder macht das wie in der einen Festung, wo wir es mit Gold und Platin gemacht haben, dass man sozusagen ein Schachbrettmuster da aufbaut. Aber das sind alles so Zukunftsvisionen. So, Burka ist requested. Nuri trinkt gerade noch was. Dann kann ich aktuell, ich drücke sagen, ich kann doch was hinbringen, oder? Hakte gerade ein bisschen. So, finished goods. Bringen wir jetzt einfach mal hin. Die Gems auch. Lass mal die Edelsteine auch hinbringen. Wofür haben wir sie denn? So, wir haben ja ein paar von den Kisten jetzt auch theoretisch unten. Deswegen sind nicht alle auf 200 irgendwie viel Entfernung, sondern manche auch nur auf 72. Aber es hat nicht bei vielen funktioniert anscheinend, weil wir halt zwei Kisten haben. Die bringen das nicht immer zu der am nächsten anscheinend, sondern laufen gerne auch mal weiter. Zumindest wenn ich das hier so sehe. Nicht die Bars. Wir ja nicht unser Glas verkaufen, das brauchen wir noch. Oh, komm, lass mal nochmal hier die Gems. Bring wenigstens Geld. Da sind Artefakte drin, sonst wäre die Finished Goods Truhe nicht so teuer. Die müssten eher so diese Billigpreise hier haben. So, das fällt mir natürlich wieder ein, dass ich vergessen habe, mir das anzugucken hier wegen dem. Mit DFEC, wo man sagen konnte, hier. Man kann das besser sortieren oder hier besser ausblenden lassen. Das war beim Handeln, ne? Das hilft mir jetzt ja auch nicht so wirklich, ne? Ich kann jetzt hier alles, was ich schon mal hatte, kann ich zwar jetzt klein machen. Ist das schon länger? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist auch egal. Finished, finished, finished. Du noch? Fertig. Es sind 35 Kisten werden hier hingebracht. Das sollte reichen. So viel handeln die eh nicht. Die hatten bisher noch nie so viel zum Handeln. So, unser Wert ist jetzt auch natürlich direkt 70.000 weniger als vorher. Ich weiß nicht warum. Wir hatten vorher noch die ganze Zeit immer 500.000, sind wir bei 429.000. Ich weiß nicht, wo die 70.000 hin sind.